Und wir sagen wieder Hallo und herzlich willkommen zu So ist es. Yo, und jetzt sind wir hier in Gatmore, Stepford, fertig. Wer sich wundert, warum wir hier immer Stepford sagen, soll mal nachgucken nach dem Film Die Frauen von Stepford und sich da ein wenig schlau machen. Ja, wir brauchen auch nicht mehr zu Tveras Haus, wir können also eigentlich nichts mehr machen hier, sind fertig und dann würde ich sagen, klicken wir mal auf die Landkarte. Na, wie geht das? So, angucken. Genau. So, da hier nur ein einziger Ort rot angekreist ist, nach Tür können wir nicht, nach da können wir auch nicht hin, zu Tvelgar zurück, die kleine Wüste können wir nicht, wir können nirgendwo hin. Ja. Nur zu oder nach chillen. Dann würde ich Ja. sagen, auf geht's! Juhu. So, der bist du. Schillern, bei dir ist Tveran, wer denn sonst? Oh Gott, das geht ja wieder so schnell hier. Ihr seht nicht besonders gut aus. Ihr seid alt geworden, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe. Das soll übrigens Johnny Depp sein da, ne? Nur, dass du es weißt. Ich habe euch beinahe nicht wiedererkannt. Große Sorgen plagen mich, Tveran. Sie regnen auf meinen Kopf herunter und lodern tief im Innern wie die Fackeln des Nero. Mein Gott, wer hat das übersetzt? Merkwürdige Dinge sind in letzter Zeit geschehen. Ich bin zum Beispiel Johnny Depp. Ich kann nicht mehr um euch Zeige ich ordentlich. dir dann ganz am Schluss vom Spiel, warum das so ist. Werdet ihr mich anhören? Sprich, Kind, was ich will. Scheinbar, ich habe Zagreus seine Macht und Arroganz zurückerlangt. Wir können nicht länger warten. Ich wollte mich mit meiner Mutter Zwäger in Verbindung setzen, um meine Hilfe anzubieten. Aber sie ist auf mysteriöse Weise verschwunden und ihr Amulett ist verloren gegangen. Mein Gott. Held geht unter, wenn es sich nicht bereit im Besitz von Zarkiran. Nein, tut's ja nicht, Johnny, das haben wir. Ich fürchte, Tvelgar wurde von Sarkiras Schergen gefangen genommen. Wie auch so schöne lange graue Haare. Wow, bin ich schick. Oh nein, das sind schreckliche Nachrichten. Wir müssen etwas unternehmen, um ihr zu helfen, Schillern. Chill mal mit mir. Chill mal, chill on, chill on. Beruhige dich, Tveran, hör mir eine Weile zu. Du weißt sehr gut, dass ich mehr von dieser Welt gesehen habe, als du es jemals tun wirst. Nein, als irgendein anderes lebendes Wesen. Vor vielen, vielen Jahren sagte eine Prophezeiung die Störung allen Lebens voraus. Oh Gott, Drama. In Vereinigung mit den Mächtigen dieser Zeit gelang es mir, einen Plan zu schmieden. Hör mir jetzt gut zu. Ich will den Eimer da haben. Welcher, wenn er richtig ausgeführt wird und das Glück auf unserer Seite ist, Komma, das Schicksal zu wenden vermag. Und nun scheint der entscheidende Moment unmittelbar bevorzustehen. Oh. Es ist wichtig, dass die richtige Person versucht, alle Amulette zu finden. Ja, wir haben ja auch erst eins, ne? Und sie Genau. wieder zum Stein der Macht zusammenzufügen. Oh je. Aber diese Person sein muss stark sein und weise, um die Kraft des Steins richtig einzusetzen. Und sie muss rein sein und gut, um den Untergang nicht herbeizuführen. Also kommst du schon mal gar nicht in Frage, du Halodri, den die Seher vorhergesehen haben. Aber das bedeutet, dass diese Person gegen Tachian antreten muss. Ja, Johnny, du sagst es. Ich werde es tun. Selbst wenn ich bei dem Versuch sterbe, es ist meine Pflicht. Aha. Was sollte es denn auch sonst tun? Zwäger ist bereits in Tachians Hände gefallen. Ich will helfen sein. Und ihr Amulett ist verloren gegangen. Die anderen beiden befinden sich bei Tarkrian selbst. Aha, dann brauchen wir nur noch zwei zu suchen. Warte, nicht so schnell. Erstens, das grüne Amulett ist nicht irgendwo in den Schatten der Zeit verloren. Nein, das flattert hier irgendwo durch die Lüfte, auf der Palme hier zum Beispiel. Es ist auf dem Weg hierher. Wuh, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier ankommt. Wuh. Dann stehen meine Chancen noch besser.
Mit drei Steinen haben Stärke sein als Takiran. Ja. Nein, nein, Feran, du kannst das nicht schaffen. Du bist nur ein junger Mann. Wollt ihr sagen, ich sei nicht gut genug? So ist es. Gibt es irgendjemanden auf der ganzen Welt, der stärker als ich und so gut wie ich ist? Ja, diese Kokosnusspalme, diese Kokosnuss, die dir gleich auf den Kopf fällt, du sei nicht so eingebildet. Du bist guten Herzens, aber nicht rein. Du hast schon zu viel rumgemacht. Dein Geist ist getrübt von Zweifeln, Eitelkeit und unterdrückter Angst. Jetzt lass du mich ausreden. Du bist zu gebildet und eingebildet. Außerdem, um die Macht so vieler Amulette in dir zu vereinigen. Nein, du musst in der Lage sein, dich selbst zu lehren. Geh mal scheißen. Entschuldigung. Ein leerer Krug kann mehr Wein aufnehmen als ein voller. Mein Gott, sind das Weisheiten heute Abend. Oh, ja. Aber ich war schon kacken. Ich meine, ich war schon kacken. Ich werde es schaffen. Wenn es sonst gibt, es der es versuchen könnte. Ich bin der mächtige Johnny Depp. Ihr seid sehr weise, aber zu alt für solche Abenteuer. Und gibt es sonst jemanden? Wo ist die Person, die du auswählst? Ja, wir warten und labern hier rum. Sie ist noch auf dem Weg. Das kann noch eine Weile dauern. Wir müssen jetzt hier so lange die Pause füllen. Nur wenn ein unglücklicher das Kind aufhielt, dann wäre die rechte Zeit für deinen verzweifelten Versuch gekommen. Aber wir hoffen, dass sie jetzt bald kommt, weil das wird nämlich nicht geschehen. Ich kenne das Spiel schon. Du wirst nicht ausgesandt werden. Nein, nein. Du wirst der Sache bereits dienlich genug sein, wenn du dein Amulett überlässt. Und dann kannst du den Eimer dafür mitnehmen, hier, den schönen. Aber wem? Das ist doch Wahnsinn, Alter. Eine, dem dieses gelingen kann, bin ich. Also eingebildet ist er nicht. Nein, Feran, guck! Ich bin noch nie darauf gekommen, dass du das gehen lässt. Ich kann es schaffen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Nein, nein, ich kann es nicht zulassen. Mann, du wiederholst dich. Ihr müsst schillern. Ich bitte euch flehentlich, lasst mich. Nein, Feran, jetzt aber zum allerletzten Mal hier. Da ist sie ja endlich. Hallo, Linda. Feran, du wirst nun dein Amulett diesem Mädchen übergeben und sie durch das Portal gehen lassen. Und nicht mehr rumfaseln hier, damit sie den gelben Stein der Zeit im Land des ewigen Eises finden wird. Oh ja, das wird auch noch lustig. Dann werde ich dafür sorgen, dass sie zu den Toren von Sarkirans Schloss gelangt. Um diese Angelegenheit endlich zu einem Ende zu bringen. Ja, ihr Lieben, wir können euch aber sagen, das wird noch dauern. Schillern, ihr müsst verrückt sein. Ja. Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Aber natürlich, ihr Name ist Linda und sie wurde von deiner Mutter aufgezogen. Was? Linda? Sie ist noch nicht einmal eine Zauberin. Sie ist ein Nicht. Du, ich hau dir gleich mal den Hintern, du! Ja, sie wurde in den Wegen der Magie nicht unterrichtet. Na also, wie könnt ihr so sein, so ein Kind ausschicken, um gegen Takian anzutreten? Das wäre ja sicherer Tod. Hallo, ich stehe auch noch hier. Du weißt doch überhaupt nichts. Ihre wahre Mutter war eine der größten Zauberinnen. Wow! Die jemals in Nyron gelebt haben. Sicher, sie ist selbst keine Zauberin, aber in ihr steckt großes Potenzial. Es wächst nur alles noch ein bisschen da vorne rum, ja. Und sie ist die gutherzigste und reinste Person, die ich kenne. Ja, ich bin noch nie. Wenn sie keinen Erfolg haben wird, dann bist du nicht mehr, du hast mit dem Wirt was gehabt. beliebt zu schärfen. Ich würde mein Amulett selbst an nicht diesem Mädchen überlassen, wenn sie Tochter des Königs persönlich wäre. Ganz im Gegenteil, sie wird mir das grüne Amulett geben und ich werde es mit Takrian aufnehmen. Mein du Macho, jetzt laber doch mal nicht so lange rum hier. Das ist mein letztes Wort. Feran, nein, das werde ich nicht zulassen. Ich hau dir gleich mal einen Stock auf den Kopf. Was kannst du dagegen tun, Schillern?
Graubart. Müssen wir mein Amulett mit Gewalt abnehmen? Sei kein Narr, natürlich werde ich das nicht. Ich steck dir den Kopf in den Eimer und schmeiß dich in den Brunnen. Schillern, ich will nicht länger warten. Öffne das Portal. Ja, macht mal was hier, oh Gott. Dabberkrei, niemand kommt. Schaut nur, die Straße ist leer und frei. Aber möchtest du nicht zuerst mit Linda darüber sprechen? Guck dich doch mal um. Dreh doch dich mal um. Ich werde kein Wort mit ihr wechseln. Ich hau dir doch mal einen Stock, wohin du. Ich werde mir einfach das Amulett von ihr nehmen und durch das Portal gehen. Ganz einfach. Bist ein Blödsack, bist du. Oh. Feyran. Oh, ja. Guck, er wird ganz rot. Wie süß. Feyran. Kannst du jetzt machen? Ja, mach ich. Du bist erwachsen geworden. Du warst doch noch ein kleines Mädchen, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt und nun trägst du ja richtig schon ein BH und auch das grüne Amulett vielleicht. Oi. Ja, Belga hat es mir gegeben, um es zu dir zu bringen. Ich dachte, mein Teil wäre damit getan, aber nun weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, ich bin immer noch ganz rot. Mein Kopf sagt mir, dass ich das Amulett übergeben soll, um mich von all dieser schweren Würfe zu befreien. Mm. Um wieder ein einfaches Leben unter anderen Menschen zu führen, wie ein ganz gewöhnliches Mädchen, und mir keine Sorgen mehr machen zu müssen über das Schicksal der Welt. Das ist mir eigentlich total egal. Das kannst du doch aber auch nicht. Dann gib mir doch das Amulett, dann gib es einfach her, Linda, und ich besorg dann den Rest für dich mit dir. Ja. Mein Herz sagt etwas anderes. Es lauscht der Stimme schildern und flüchtet seinen Worten bei. Aber das ist doch nicht möglich. Ich fange schon gleich an zu stotternattern wie der Dingens da, der Dussel. Du kannst es nicht mit Sakiran aufnehmen. Du doch nicht. Du bist ein Mädchen. Er würde dich vernichten und all unsere Hoffnungen mit dir. Und ich bin ein Junge und kann sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas sagt mir, dass ich diejenige bin, die diese Aufgabe fortzuführen hat. Nein, nein, das ist absoluter Unsinn. Verzeih mir, aber ich kann dir mein Amulett nicht geben. Ich werde es dir nicht geben. Mit Fuß aufstampfen. So. Aber Zweiran, es ist wichtig. Kapierst du das nicht? Nee. Ich mag nur ein gewöhnliches Mädchen sein. Aber ich will alles tun, um die Katastrophe abzuwenden, was meine bescheidenen Fähigkeiten gestatten. Ja, sehr bescheidene Fähigkeiten. Ja, ich habe mit dem Wirt nämlich gesprochen. Hm? Und wenn Schillern sagt, dass ich alle Amulette aufgeben soll, dann werde ich das tun. Ah, Mann, Zicke. Oder es zumindest versuchen. Wirst du mir dein Vertrauen schenken? Wirst du mir dein Amulett überlassen? Nein, werde ich nicht. Ich kann nicht, ich will nicht, ich tue es nicht, ich mag nicht. Weh! Zweiran, ich weiß, dass dies schwer für dich ist. Wirst du es tun? Nein. Zick ich rum. Wie, was? Also gut, ich werde es tun. Wieso das denn jetzt? Okay. Nimm diese magische Karte, so musst du wenigstens nicht wieder durch die Wüste reisen. Jetzt gibt sie ihm ihre Karte. Und naja, dafür kriegt sie ein Amulett. Und hier ist der Schlüssel zu deinem Haus. Mhm. Oh. Aber Chillen, eins sage ich euch. Falls Linda scheitern sollte, dann werde ich euch mit meinen eigenen Händen erwürgen. Ja, das mache ich dann. Ja, und dann schmeiße ich dich da in den Brunnen rein. Ich gebe zu, dass es eine Erleichterung ist, mich von dieser großen Verantwortung zu befreien. Kann ich endlich wieder zu Sansa, meiner süßen Katze, zurück, mich jetzt endlich. Die vermisse ich schon sehr. Aber wenn ich daran denke, in welch zerbrechlichen Händen das Schicksal der gesamten Welt nun liegt, dann wird mir ganz übel. Ich glaube, ich gehe mal kurz noch hinter den Brunnen, ja? Sag ich doch! Also, ja, und falls doch, ja, sie wird nicht scheitern, dann glaube ich nicht, dass du noch genügend Zeit haben wirst, meinen Hals auch nur anzufassen. Dann bist du nämlich auch gleich weg und wir alle mit dir. Und ihr Vae Victis, Zakirans Vergeltung wird schnell und rücksichtslos sein. Wenn ich es übersetzen könnte, würde ich es tun. Aber ich habe nur 3 Jahre Latein gehabt, weiß ich nicht, was das heißt. Oh! Komm, mein Mädchen, dieses Portal wird dich ins Land des ewigen Eises bringen.
mein Mädchen. Ja, und wenn du die Auserwählte bist, dann wird es dir gelingen, das Amulett der Zeit zu finden. Und noch was? Und deine eigene Mutter wird dir mehr darüber erzählen, was dich als nächstes erwartet. Wow, was erwartet uns denn wohl? Geh! Ja, jetzt bleib doch halt, stopp! Mittlerweile auf Schloss Burg, Jude, Burg, Burg. Oh, die beiden wieder. Guck, ich wusste, dass das der Dings ist. Zeiger, du nutzloser Dummkopf, wo ist das Mädchen? Mein Herr, hier ist meine Verkleidung. Ich wäre überraschter, wenn sie das nicht hätte, du unbeholfener Affe, du. Hast du etwa gedacht, sie gibt dir das Amulett einfach so und lässt sich direkt in ein Verlies hier teleportieren, oder wie, hä? Was dachtest du dir dabei? Du hast dich angestellt wie ein Trottel, der du bist, obwohl du sie 100-mal in einer Falle hättest erwischen können. Mann, bist du blöde, du, ehrlich. Davor und danach. Siehst du, dir fällt nicht einmal mehr eine Entschuldigung ein. Du bist einfach völlig wertlos. Erwarte ja nicht, dass ich dir jemals wieder eine Aufgabe anvertraue. Mittlerweile befindet sie sich mit Sicherheit auf dem Weg zu chillen. Und wenn sie ihr Amulett Feran gibt, dann ist dann schon die Kacke am Dampfen, ja. Dann wird es für mich sehr großen Ärger bedeuten. Hat der zwei oder... Zeulein, ich finde einfach keine Worte, deine Tollpatschigkeit zu beschreiben. Das ist aber ein nettes Wort. Er ist dann wohl mehr als blöd. Und dein vollständiges Fehlen jeglichen Verstandes, du Honk. Ja, mein Herr, ich habe versagt. Ich bin unstinkend vom Entschuldigung. Das reicht aber nicht. Was soll ich denn noch? Ich werde dich in eine Kakerlake verwandeln, damit du genügend Zeit hast, darüber nachzudenken, wie du durch deine eigene Demenz dein Leben ruiniert hast. Ja. Und erwarte nicht, dass ich dich jeweils zurückverwandle. Mann, ich will jetzt endlich sehen, wie der zur Kakerlake wird. Nein, mein Herr, ich ziehe euch an, wo ich wieder in eine Kakerlake sitze. Genug, ich will kein weiteres Wort von dir hören. Ah, jetzt sehen wir es wieder nicht. Schitte. So, ihr Lieben, das war aber eine lange Laberfolge, wa? Und ich würde sagen, was wir mit den süßen Pinguinen machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Ja, tschüss.